Dies ist die Strandvilla von Eva Braun, alias Eva Hitler. Eva Braun, später bekannt als Eva Hitler, wurde am 6. Februar 1912 in München geboren. Sie stammte aus einer bürgerlichen bayerischen Familie und wurde am katholischen Mädcheninstitut in Simbach am Inn geboren. Im Jahr 1930 begann sie als Verkäuferin in einem Geschäft von Heinrich Hoffmann zu arbeiten, der Hitlers Fotograf war. Auf diese Weise lernte sie Hitler kennen. Eva Braun wurde Hitlers Geliebte und lebte in einem Haus, das er ihr in München zur Verfügung stellte. Im Jahr 1936 zog sie zu ihm in sein Chalet Berghof in Berchtesgaden. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass die Beziehung zwischen Hitler und Eva Braun ungewöhnlich war, außer dass die Freuden, die sie ihm bereitete, eher häuslicher und entspannter Natur waren als erotisch. Sie war eine versierte Schwimmerin und Skifahrerin. Hitler erlaubte ihr nie, sich öffentlich mit ihm zu zeigen oder ihn nach Berlin zu begleiten. Und sie hatte keinen Einfluss auf sein politisches Leben. Im April 1945 schloss sie sich Hitler in Berlin an, gegen seine Befehle, entschlossen, bis zum Tode bei ihm zu bleiben. Als Anerkennung für ihre Treue beschloss er, sie zu heiraten, und die standesamtliche Zeremonie fand am 29. April im Bunker der Reichskanzlei statt. Am nächsten Tag beendete Eva Hitler ihr Leben durch Einnahme von Gift. Ihr Ehemann Adolf Hitler vergiftete sich entweder selbst oder erschoss sich an ihrer Seite. Ihre Körper wurden verbrannt. So, meine Leute, also, wie ihr seht, ich habe mich heute schon ordentlich dreckig gemacht. Wir sind jetzt gerade hier in den wunderbaren Wäldern an der polnischen Küste. Da ist der Alessandro. Ich hab's gefunden! Doch, da ist es auch schon. Hier direkt neben uns ist der Strand, wunderbarer Sandstrand, habe ich euch gerade gezeigt. Und hier links ist das Liebeshaus, die kleine Villa von Eva Braun. Und wir haben uns gerade mal die Geschichte dazu angeschaut. Unfassbar! Hermann Göring hat die geheimen Treffen von Eva Braun und Adolf Hitler von hier aus inszeniert, damit die Öffentlichkeit es nicht mitbekommt. Im Internet steht allerdings auch, das ist definitiv das Haus von Eva Braun, aber ob der Adolf damals hier gewesen ist, das ist nicht 100% überliefert, und das verbleibt wahrscheinlich so ein bisschen unserer eigenen Fantasie. Und da ist das Haus, direkt da. Und hier ist ihr persönlicher Zugang zum Strand gewesen. Leute, das hier ist absolute Geschichte. Absolute Geschichte. Wir wandeln hier gerade auf den privaten Fußabdrücken von Eva Braun, vielleicht auch von Adolf Hitler. Und wir hoffen mal, dass das Haus begehbar ist. Und vielleicht finden wir noch einige andere Relikte. Das gesamte Haus wurde von der SS hier überwacht, wenn sie da war. Kein Mensch durfte hier hingehen. Und heute verfällt das Haus leider. Das bedeutet, seid nicht enttäuscht. Ich sehe es nämlich schon. Seid nicht enttäuscht, wenn das Haus komplett runtergekommen ist, wenn es mit Graffitis vollgesprüht wurde. Das ist leider der aktuelle Zustand. Den zeige ich euch jetzt hiermit. Das ist die Villa, die Sommervilla von Eva Braun. In Anführungszeichen bitte, nicht falsch verstehen, nichts Besonderes. Normaler Holzverschlag, Asbestschindeln, noch nicht mal Schiefer oder so. Hier war mal eine Treppe wahrscheinlich dran. Und das gesamte Gebiet war Sperrgebiet. Hier durfte sich niemand aufhalten, wenn sie da war. Leider nutzten Einheimische
Besucher, was auch immer, die Gegend, um sich hier zu entleeren. Ich meine, wo soll man noch sonst hingehen? Ich habe keine Toiletten gesehen, aber trotzdem, das gesamte Waldgebiet ist vollgeschissen. So, und das ist das Haus von Eva Braun, die Sommervilla von hinten. Mitten im Wald, wahrscheinlich sind die Bäume Richtung Strand vielleicht nicht gewesen in der Vergangenheit. Ja, ist auf? Hast du was? Ja? Keller ist auf? Super. Sollen wir mal durchgehen? Alles klar, alles andere geht vor. Ist auch Strom drauf? Ja. Aua! So, meine Freunde, wir gehen jetzt in das Haus von Eva Braun rein. Tür steht auf, mussten also hier nichts zerstören oder ähnliches. Und ich habe den Zustand schon auf den Fotos gesehen. Er erwartet nicht zu viel, aber die Geschichte, die dahinter ist, die ist halt spektakulär. Der Fußboden, original, und irgendwo soll auch der Kamin vorhanden sein. Und man hat hier sicherlich in den Zwischenwänden nach Schätzen oder nach Nachrichten gesucht. Da hast du schon den Kamin? Leute, da ist der Kamin. Auch hier hat man die Steine rausgenommen, womöglich als Andenken für zu Hause. Ja, krass. Auch hier Zwischendecken komplett entfernt. Ja, mit Absicht bestimmt. Hier sind noch die originalen Holzdielen, sogar lackiert teilweise. Man kann den Lack noch sehen. Und wie ihr seht, also für die wichtigste Frau an Adolfs Seite, wenn man der Geschichte glauben darf, ist das Haus jetzt nicht überaus pompös, oder? Ich glaube, für damalige Verhältnisse war das für ein Strandhaus schon gut. Für damalige Verhältnisse. Okay. Aber es war nicht pompös, aber es war ein Strandhaus. Guck mal, wie klein es ist. Ja. Und Max, was meinst du, was das hier war? Nicht die Küche, ne? Ich möchte das nicht vor der Kamera sagen, in welchem Raum wir uns gerade befinden. Das war das Schlafzimmer. Nein. Nein? Nein, das okay. Ist unser Schlafzimmer. Alles klar. Privat. Ah, stimmt, da spricht der Mann mit der Villa. Ich vergaß. Also wirklich sehr, sehr stark runtergekommen. Und das dürften Asbestfasern sein. Zu 100% weiß ich es aber nicht. Ja, ich denke, die gelbe Wandfarbe, die wurde später aufgebracht. Die ist nicht original. Und alles, wirklich alles zerstört. Aber hier, warte kurz. Schaut euch mal hier. Das ist auf jeden Fall noch original, der Türrahmen. Gibt's kein Ach, außen war das Treppenhaus. Echt? Ja, das haben sie weggerissen. Ja, dann kommen wir nicht da oben. Okay, da oben ist echt interessant. Ja, ich guck mal, dass ich gleich nach oben komme. Guck mal, hier haben sie auch versucht, den Boden wegzunehmen, um zu gucken, ob es noch einen Bereich darunter gibt. Aber hier ist einfach nur Sandstrand. Aber theoretisch gibt es aber auch draußen mal Treppen. Ja, wir kommen schon nach oben. Achtung. Dankeschön. So, also wirklich sehr kleine Räume, oder? Ja. Also das sind hier vielleicht 2,5 Meter mal 2,5 Meter. Größer ist das nicht. Ja, vielleicht sind das wirklich die, also wenn man hier einen Kampf, das ist schon gemütlich, oder? Also gemütlich ist es. Ja, definitiv gemütlich. Definitiv gemütlich. Wenn es ein Feriendomizil war, waren das vielleicht hier unten viele kleine Gästezimmer und oben war ihr Schlafzimmer, ne? Die Frage ist ja wirklich, ob sie hier Gäste empfangen hat oder ob es, weil im Internet haben wir ja gelesen, dass es hier als Rückzugsort gedient hat, um zu entspannen, ne? Ist ja nicht schlimm. Wir hören gerade draußen Stimmen, aber was wollen die machen? So, hier nochmal der Raum. Wir werden uns natürlich gleich auch nochmal mit der Drohne hier. Und das war der Eingang hier. Einer der Eingänge, ne? Oder der rückwärtige. Der rückwärtige Eingang. Das ist die Küche gewesen und ich glaube, das war der Kücheneingang. Ah. Und das ist der Haupteingang. Das ist der Haupteingang hier, ne? Okay, aber interessant, dass es von hier keinen Aufstieg nach oben gibt, ne? Es war auch noch nie einer hier.
Ja, war auch noch nie. Aber interessant, oder? Selbst hier hat man die Dielen weggenommen, um zu gucken, ob da was drunter ist. Guck mal, aber ich hatte diese Dielen ja bei mir auch. Bei mir waren die aber hohl, nur zu Zierde. Und hier sind sie absolut tragender Natur. Ja. Krass. Also das ist schon spannend. Und wenn man dann hier rausgeguckt hat, wenn der Kamin an ist und dann aufs Meer, wirklich klasse. Ich glaube, den schönsten Blick hast du denn von oben. Ja, vielleicht kommen wir ja noch irgendwie nach oben geklettert. Keller gab es ja nicht, ne? Ja, aber da hinten ist ein Keller im Geschoss. Ja? Ja, hab ich schon gesagt. Ja, nee, es war eher so ein Ja. Also, ja. Hier links oder rechts? Ja. Okay. So, stimmt, hier ist er. Ja. Ah ja, hat er wieder mal recht behalten. Oh, blau. Und? Blaue Farbe. 1958. Hier hat jemand die Zahl 1958 an die Wand gemalt. War das der Weinkeller? Was meinst du? Ich glaube, die haben Vorräte hier unten gelagert. Das kann auch sein. Wow. Wow. Man muss sich überlegen, Adolf Hitler und die Entourage, das waren ja, guck ich sofort, das waren ja die meistgehassten Menschen der damaligen Zeit, außerhalb von Deutschland natürlich. Und die mussten natürlich sehr stark bewacht werden. Und da hatten wir gerade durchgeguckt durch das Loch. Und deswegen gab es hier auch einen riesigen Sperrgürtel und auch SS-Wachen, die diesen Bereich beschützt hatten. Aber ich wiederhole mich, das wäre krass, wenn das Glas noch von damals wäre. Guckt immer hinten auf die Flaschen drauf, da stehen häufig Datumsjahre oder Datumszahlen drauf. Und damit habt ihr einen ganz guten Eindruck, ob die Flaschen aus der damaligen Zeit sind. Stellt euch mal vor, wir finden hier noch irgendwelche Einritzungen von der damaligen Zeit. Unvorstellbar. Ob Eva Braun selber hier jemals unten war oder ob sie sich komplett hat bedienen lassen, wäre auf jeden Fall interessant, das zu wissen. Gibt ja viele Mythen über Adolf und Eva, dass er impotent war, dass es vielleicht gar keine Geliebte war und so weiter und so fort. Aber viele sind sicherlich Mythen. Vielleicht ist aber auch ein bisschen was dran. Wirklich erfahren werden wir das nie. Ach, schaut mal. Das ist wirklich schon krass. Und ich hoffe mal, dass wir irgendwo die Möglichkeit haben, gleich nach oben zu kommen. Hier ist der Eingangsbereich mit Windfang. Aber es ist halt alles auch zu. Nochmal bitte. Also ich finde hier eine Panzerstraße zu so einem Haus ist ein Indiz dafür, dass es die Wahrheit ist. Dass hier Eva Braun gelebt hat, ist, glaube ich, braucht man nicht hinterfragen. Die Frage ist halt, inwieweit sie sich hier mit Adolf getroffen hat. Ja? Schau mal hier, du hast den Eingang gefunden. Und genau hier im Eingang. Aha, Panzerstraße, du hast recht. Aber warum hat das hier geendet? Sogar noch den alten Zaun. Und auch der wurde schon gemobst, Leute. Da sieht man mal, wie groß das Gelände umzäunt wurde. Das Fundament für den Zaun noch vorhanden. Und tatsächlich, und vielleicht haben wir sogar einen Bunker gefunden, Leute. Vielleicht haben wir sogar einen Bunker gefunden. Ne, da vorne, das ist städtisch, das bedeutet, das hier ist auf jeden Fall Wasser. Das ist auf jeden Fall Wasser. Und da würde ich das hier auch eher unter dem Aspekt Wasser sehen. Wobei hier ein Fundament ist, das ist hier, hier haben die Autos geparkt. Siehst du das? Das waren Parkplätze. Da konnte man hier mit Autos reinfahren. Bis hierhin, absolut. Und hier die Panzerstraße. Ja, und hier wurden dann in der Regel vielleicht keine Autos mehr reingelassen, sondern die mussten hier stehen. Mhm. Das macht alles Sinn, ne? Ja. So, nächster Spot. Jo. Und guck mal hier, alles voller Fundamente hier. Also hier ist sicherlich noch ein bisschen was zu entdecken. Und ja, Alessandro hat absolut recht, es muss eigentlich einen Bunker geben.
weil alles andere macht ja keinen Sinn. Auch das hier ist wieder ein Fundament. Guck mal hier. Sieht aus wie so eine Platte. Ich meine, das kann eine Terrasse gewesen sein, aber es kann auch ein Wachhäuschen gewesen sein. Ja, du hast recht. Guck mal hier. Guck mal hier. Hast du auch so ein Ding gefunden? Also nee, aber hier auf dem Boden, die dicken Teile. Ein Hufeisen, ne? Oder sowas. Ja, also wir haben leider nicht so viel Zeit, dass wir uns hier noch umschauen können. Aber vielleicht war ja einer von euch schon hier und hat eine Spinne gesehen. Ja, eine Idee, ob es hier noch ein paar Geheimnisse etc. gibt, die man findet, wenn man ein bisschen mehr sucht. Also in diesem Sinne, entweder sind wir jetzt raus für dieses Video, deswegen würden wir uns an dieser Stelle einmal verabschieden. Oder ich schneide noch ein bisschen was dran. Das entscheide ich je nachdem, wie lang das Video wird. Und dann sehen wir uns gleich wieder. In diesem Sinn, mit diesem letzten Blick auf das Haus von Eva Braun, sind wir für diesen Moment einmal raus.